Man versetzt sich in die Ebene und man betrachtet ein Parallelogramm ABCD. Man definiert dann die Punkte E und F durch Vektor AF ist dreimal Vektor AD und Vektor BE ist ein Drittel vom Vektor AC. Klein a, stelle die Angaben grafisch dar. Klein b, drücke die Vektoren CE und CF als Linearkombination der Vektoren AB und AD aus. Klein c, schlussfolgere daraus, dass die Punkte C, E und F kollinear sind. Beginnen wir mit klein a und zeichnen zuerst ein Parallelogramm A, B, C, D. Da der Punkt E so definiert ist, BE gleich ein Drittel von AC, muss der Punkt E sich hier befinden. Der Vektor BE ist ein Drittel vom Vektor AC. Da der Punkt F so definiert ist, AF gleich dreimal AD, muss der Punkt F sich hier befinden. Der Vektor AF ist das Dreifache des Vektors AD. Klein a ist somit erledigt. Kommen wir zu klein b. Wir beginnen mit CE. Der Vektor CE kann geschrieben werden als Summe der Vektoren CB und BE. Also so. Der Vektor CB, das ist minus der Vektor AD. Und der Vektor BE ist ein Drittel vom Vektor AC durch die Hypothese. Also können wir diese Summe so schreiben. Hier haben wir Vektor AD. Den brauchen wir auch. Hier haben wir Vektor AC und diesen Vektor schreiben wir um als Summe der Vektoren AB und BC. Jetzt verteilen wir ein Drittel auf diese Klammer und finden ein Drittel mal Vektor AB plus ein Drittel mal Vektor BC. Aber der Vektor BC ist derselbe wie der Vektor AD. Deshalb haben wir hier BC sofort durch AD ersetzt. Jetzt sehen wir ein Drittel vom Vektor AD minus drei Drittel vom Vektor AD, also minus zwei Drittel vom Vektor AD. Und somit haben wir den Vektor CE als Linearkombination der Vektoren AB und AD geschrieben. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Vektor CF. Zuerst schreiben wir diesen Vektor als Summe der Vektoren CD und DF, also so. Der Vektor CD ist der entgegengesetzte Vektor von AB, also können wir Vektor CD durch minus Vektor AB ersetzen und der Vektor DF das ist das Doppelte vom Vektor AD, weil der Vektor AF ja das Dreifache des Vektors AD ist. Also können wir den Vektor DF ersetzen durch zweimal AD. Und somit haben wir auch den Vektor CF als Linearkombination der Vektoren AB und AD geschrieben. Kommen wir jetzt zu klein c. Wir wissen, dass der Vektor CE gleich zu dieser Linearkombination von AB und AD ist. Also so. Wenn wir in dieser Differenz minus ein Drittel ausklammern, so erhalten wir zwischen Klammern minus AB plus zweimal AD. Das ist genau diese Summe. Also diese Klammer, das ist der Vektor CF. So, somit haben wir also bewiesen, dass die zwei Vektoren CE, CE und CF, CF kollinear sind, denn einer ist Vielfaches des anderen. Und daraus können wir also schließen, dass die Punkte CE und F
kollinear sind. Sie befinden sich auf einer selben Geraden.